Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dungeon Keeper 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin jetzt unterwegs in der 17. Mission. Mir fehlen immer 4. 17, 18, 19 und 20. Dann habe ich das Spiel durch. Und deswegen spiele ich es hier gleich nochmal, damit wir auch diese Serie mal durchbringen. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen ja dieses ganze Königreich hier einnehmen in diesem Spiel. Und ich weiß nicht, ob ihr die ganze Serie verfolgt habt. Es ist eine coole Serie. Es ist eine Simulation, finde ich. Und zwar eine von der besonderen Art, weil es eben anders ist als alle anderen Simulationen, die man so sonst so spielt, diese Strategiespiele. Man spielt sie unter Tage, man baut keine Gebäude auf, sondern man gräbt Räume frei. Dann tut man da was rein, irgendwelche Räume definieren, zum Beispiel Bibliothek oder Schlafkammer oder Trainingsraum. Und dann kommen die Kreaturen, die man hat, aus der Unterwelt und die lassen sich von diesen Räumen anlocken. Und dann kämpfen die für einen und trainieren. Dann gibt es Fallen und Zauber und dann gibt es andere Dungeon Keeper, die das gleiche machen wie einer selbst und die versuchen, einen zu vernichten. Und dann gibt es auch noch den Guten, der versucht, uns Bösen quasi aus dem Land zu vertreiben und wir müssen ihn danach töten und ihm sein Portaljuwel abnehmen und dadurch diese Länderei für uns gewinnen. Und irgendwann, also sobald wir alle Ländereien eingenommen haben, können wir an die Oberfläche und haben danach das ganze Gebiet für uns. Das ist der Plan vom Lordi, diese Kreatur, die immer für uns kämpft. Und ja, ich würde sagen, wir steigen hier ein, mal schauen, was uns die neue Mission bringt. Ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. It's good to be bad, sagen die. Im Spiel zumindest. Ansonsten sollte man eher gut sein, gell, Leute? Ein bisschen einstellen hier. Mehr von. Ich finde schön, dass ihr immer wieder einschaltet und meine Videos guckt. Muss mich da immer wieder bedanken. Ich glaube, das tue ich auch regelmäßig, oder? Danke auf jeden Fall, dass ihr immer wieder einschaltet, ja. Ich hoffe, es macht euch Spaß, so wie mir. Ich spiele die Spiele gerne und ich hoffe, ihr schaut mir gern zu. So, wo sind wir? Feldzug Fortsetz. Denn der Weg zum Tempel der schwarzen Engel ist damit gegangen. Ja, ja, das haben wir letztes Mal schon gehört. Grafschaft Mondschrein. Mondschrein. Höllische Dämonen, die schwarzen Engel durch ihre Tempel herab ins Land der Sterblichen. Sie besitzen den Portaljuwel und sie werden ihn nur denjenigen auslösen, bei dem sie das schwärzeste Herz entdecken. Naja. So viele Helden wie möglich. Das ist kompliziert. Also ich muss 20 Helden töten. Der Tempel, ein Tor, das in Reiche unter der Erde führt. Über diesen Weg erforschen schwarze Engel von ihren unterirdischen Thronen aus die Oberfläche der Welt. Immer auf der Suche nach dem Bösen. Sie hüten den Edelstein auf dieser Ebene. Und erst wenn ihr 20 Helden erschlagen habt, könnt ihr ihre Aufmerksamkeit erregen. Wo sind die Helden? Sie an eurer Seite kämpfen. Doch seid gewarnt. Es gibt noch zwei andere Keeper, die genauso scharf darauf sind, die schwarzen Engel zu beeindrucken. Diese Konkurrenten sind es, um die ihr euch kümmern müsst. Das klingt ein bisschen so wie eine Mission, die ich verlieren könnte. Ich weiß nicht genau. Also, was nochmal? Ich muss 20 solche Kreaturen töten. Sie meinen jetzt nicht den Oberhelden irgendwie, sondern 20 von diesen Leuten, die da rumlaufen. Ich muss aber aufpassen, damit die anderen Keeper das nicht als erstes machen. Das heißt, ich muss hier jetzt schauen, wie ich hier Gas gebe. So, wo sind meine Räume überhaupt? Da ist gleich ein Geheimnis dran. Ich weiß noch nicht, wo meine Räume sind. Das ist schon ein bisschen so das nächste komische. Helden getötet. Achso, das ist sogar so ein Timer da unten. Also so ein Zähler. 0 Helden getötet. Naja, ich weiß auch nicht, wo die sind. Ne? Sag mir, wo die Helden sind und ich töte sie alle. Ich erschlage sie. Also ich versuche wieder mal, also quasi einen Dungeon zu bauen. Ich kann kein Gold lagern, weil ich keinen Platz habe. Ich versuche mal wieder das gleiche wie sonst auch immer.
So, lass das mal, macht mal den Rest hier, damit ich überhaupt was bauen kann. Dann verbrauche ich hier alles. Ich muss mal mich ja ein bisschen ausbreiten, um zu schauen, was es so noch gibt. Ja, okay, die machen jetzt endlich wieder neue Platten. Man muss immer diese Platten bauen und wenn man diese Platten hat, dann kann man darauf eben die Räume bauen. Hilft es aber nicht viel, wenn ich jetzt eigentlich gar keine. Ach so, die Portale sind links durch. Würde ich sagen, kramen wir jetzt einmal durch zum Portal, damit ich auch Kreaturen bekomme. Wow, ich kann einen riesigen Dungeon bauen hier. Ich dachte, das sind die Helden, aber das sind die Helden nicht. Okay, die Helden dürften wahrscheinlich in der Mitte sein. Wenn ich das richtig interpretiere. Sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Oh, hab ich. Bauen wir uns hier eine Bibliothek auf. Eine ziemlich große Bibliothek, aber ich habe dafür gleich diesen magischen Gegenstand. Was ist das ferner? Mehr Mana. Dafür brauchen wir nicht. Ich brauche mehr Kreaturen zu Beginn, damit es schneller vonstatten geht, das Ganze bauen. Was ich hier so tue. Vielleicht brauche ich auch gleich mal ein bisschen eine Schatzkammer auf irgendwo. Weil sonst kann ich mich hier nicht voranarbeiten. Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es. Ich habe so die Vermutung, dass es schwierig sein wird, weil ich A noch keine unendlichen Goldreserven gefunden habe. Das ist immer das Erste, was ich suche. Sollte es denn die überhaupt geben? Ich weiß ja nicht, ob es die überall gibt. Hier machen wir das als Schlafplatz. Ja, wir kommen da schon durch jetzt langsam zum ersten Portal. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob man da so eine riesengroße Schatzkammer braucht, aber. Machen wir mal noch einen Wachraum, dann kommen auch mal richtig gute Kreaturen noch her. Ich werde wie immer versuchen, meine ganzen Räume zu bauen. Das ist das, was man so machen muss bei dem Spiel. Ich mache die Räume ruhig etwas größer. Hier mache ich zum Beispiel den Friedhof her. Ich habe so viel Platz, als dass ich mir das erlauben kann. Das wird alles Schlafsaal hier. Dann machen wir hier noch einen Kerker dran. Anstelle von dem Gold noch auch noch irgendwas hier. Eure Schatzkammer ist zu klein. Ja, ist zu klein, das wissen wir. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ja, was ist gekommen? Okay, da kommt gleich ein forscht neuer Zauber, das ist praktisch. Was habe ich denn eigentlich für neue Zauber? Ich kann mir Gold machen jetzt, okay, das ist auch nicht schlecht. Blitz habe ich, Blitzfalle. Ich muss jetzt dann bald. Das da mache ich eine Hühnerfarm daraus. Sobald ich kann. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ihr seht, da hinten ist schon Lava. Ich weiß nicht. Also zu Beginn ist man etwas, wie soll ich sagen, man ist ja unschlüssig. Man weiß ja nicht genau, was da auf einem erwartet. Man weiß auch nicht, was gibt es überhaupt in diesem Dungeon, wenn man sich jetzt in irgendeine Richtung ausbreitet. Ich werde jetzt mal so dahin bauen, um zu sehen, ob da irgendwas ist, aber da ist auch nichts. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Was haben wir alles? Hier können wir es mal sehen, okay. Eine Fliege. Na, Glühwürmchen sind ganz schlechte Diener. Wir haben auch schon die. Ein bisschen größeren Schlafplatz. So. Was bauen wir uns da unten auf? Trainingsraum oder was anderes? Kerker vielleicht? Kerker wollten wir machen, gell? Kerker ist immer gut, da kann man Leute festnehmen.
Kerker und Folterkammer und Friedhof. Das sind so die ganz wichtigen Sachen. Natürlich auch der Trainingsraum, damit die trainieren. Könnte man hier hin machen, aber ich muss immer das Gold auch wegmachen. Eine Werkstatt könnte ich bauen noch. Ich habe das erste Mal so richtig Platz für viel Raum. Ich habe auch Gold, aber ich habe meiner Meinung nach nicht genug Gold, aber ja, Gold kann man nie genug haben. Immer so schnell wie möglich Imps bauen, damit man sich ausbreiten kann, schnell bauen kann, dann ist man schneller als die anderen. Das ist schon mal eine sehr große Hilfe. So, wie gesagt, machen wir hier ja so einen Trainingsraum. Das ist sehr gut. So, was wollten wir noch bauen? Eine Folterkammer. Dann kommen schon mal die Foltermeisterinnen. Die Sadomaso-Lisis. So. Hier machen wir den Friedhof, haben wir gesagt. Sehr teuer. Friedhof. Boing. Da hört man die Glocken läuten. Boing. Kacke, machen wir jetzt nicht größer, obwohl wir es könnten. Auch das nicht. Hier hinten haben wir noch Platz für Arena und Casino. Was haben wir noch? Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Es gibt Platz für alle. Geht mal schlafen. Okay, weiter geht's, Leute. Recht viel mehr Schatzkammer bauen wir nicht, weil ich glaube, das ist nicht notwendig. So, jetzt speichern wir hier an der Stelle, weil ich nicht sicher bin, ob ich das richtig mache oder ob ich es falsch mache. Weil ich keine Ahnung habe, von wo die Gegner kommen, wie stark sie sind, ob ich mich zu schnell ausbreite, zu langsam. Das alles weiß ich ja nicht. Leute, könnt ihr etwas schneller bauen? Wir haben hier ein bisschen Bedarf. Mach das weg da. Nein, mach's nicht. Lass das. Nicht Wände bauen, für Räume bauen, bitte. Und jetzt Gas geben, bitte. Man kann in sie watschen, dann arbeiten die schneller. Ist ein bisschen böse, aber ich warte ein bisschen, bis die hier den besseren Zauberspruch haben. Dann kann ich die Imps etwas beschleunigen. Also dann habe ich Imps, wenn ich Imps dann erstelle. Im Zauber habe ich nicht Stufe 1 Imp, sondern ich glaube Stufe 3 oder 4 oder so. Auf jeden Fall viel bessere. Ach ja, ich habe noch immer keine Hühnerfarm. Da wollte ich eigentlich eine Hühnerfarm irgendwo bauen, oder? Die haben jetzt bald alle Hunger. Imps, bitte. Warum habe ich hier ein Loch gemacht? Na gut, dann kann ich zwei Türen machen, aber. Man muss immer so einen Platz frei lassen. Ich könnte zum Beispiel einfach vollflächig alles leer machen, was aber nicht so gut ist, weil wenn dann die Gegner in den Dungeon kommen, dann kann man keine Türen mehr bauen und die machen dann einfach alles weg. Habe ich Hühnerfarm irgendwo gebaut? Nein, oder? Das ist ganz wichtig, eine Hühnerfarm. Dann wird das hier eine Hühnerfarm. Die muss immer so quadratisch sein, weil sonst gibt es nicht dieses Hühnerding in der Mitte. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ja, wir haben das Essen gerade gemacht. Bitte sehr. Geht was essen. Ist ziemlich schlecht, wenn man nichts zu essen macht.
So, was wollen wir noch bauen? Unbedingt die Werkstatt, damit wir Türen und Fallen aufstellen können. Komm schon. Nicht trainieren. Du mal Zauber entforschen, bitte. Eure Schatzkammer ist zu klein. Ja, wir wissen es schon. Ich baue eh schon Räume. Wenn ich Platz hätte, würde ich Räume bauen. Machen wir noch den Friedhof ein bisschen größer. Ich glaube, das reicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man dieses Ding machen muss in der Mitte. So, Imp erschaffen wurde verbessert. Jetzt gibt Gas, Leute. Bisher gefällt mir mein Dungeon ganz gut. Also ich habe jetzt schon so wichtige Räume habe ich schon gemacht. Ich würde auf jeden Fall noch die Werkstatt haben wollen. Dann die Folterkammer habe ich eigentlich auch schon. Die Ladies, geht mal trainieren, anstatt euch hier zu foltern. Das ist ein bisschen schräg. So. Gut, dann machen wir die Werkstatt hier weiter. Wo haben wir denn die? Haben die nicht schon mal angefangen, irgendwo eine Werkstatt zu bauen? Nein, noch nicht. Okay, dann machen wir hier hinten die Werkstatt. Ist aber eine riesige Werkstatt. Machen wir eine kleinere Werkstatt da hinten. Auch die ist riesig. Eine Arena wollen wir jetzt eigentlich nicht. Machen wir ein Casino, da kommen diese Schurken her, die sind eh nicht so schlecht. Machen wir das halt als Werkstatt, ist egal. Ist ein bisschen groß, aber. Ja, ist wurscht, aber eine riesige Werkstatt. Und hier noch ein Casino. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon geschaffen. Was ist gekommen? Der Troll ist da, sehr gut. Und jetzt können wir da schon beginnen, Sachen zu bauen, die wir auch noch eventuell bräuchten. War da irgendwas? Nein. Da ist nix. Was sind da hinten? Kauf dich da mal durch. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Es gibt so viel Platz. Ich habe einen riesigen Schlafplatz gebaut. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Ich mache das noch größer. Hier wird alles Schlafplatz. Ja, ich bin sehr zufrieden jetzt mit meinem Dungeon. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Erkunde ich jetzt? Erkunde ich nicht? Ich muss erkunden. Mit diesem Auge kann ich sehen, was verborgen ist. Wie wir hier sehen, hier ist nichts. Kein Grund, mich dahin zu graben. Da hinten ist sicher was. Wobei, was? Okay. Wir gehen das einnehmen. Ja, der Schurke ist da. Den haben wir bisher nur selten eingesetzt, eigentlich, den Schurken. Wow, ist das teuer. Jetzt kommen wir jetzt einmal durch zum Gold. Und jetzt habe ich ein Goldproblem, was ich zunächst auch geglaubt habe zu bekommen. Sehr gut. Ich werde mir jetzt dann diese Kiste von hinten nehmen. Mal sehen, was die kann. Da kann man. Aha. Man kann auch sich auch weiterentwickeln in die Richtung. Komm, es gibt so viel Platz zum Schlafen. Alles Schlafplätze hier. Machen die Hühnerfarm dann auch gleich mal größer, damit die dann ausreichend zu essen haben und so. Und jetzt muss ich mich langsam in eine Richtung entwickeln, weil sonst geht mir das Geld aus. Vor allem, wenn man so viele Kreaturen hat, sind die teuer. Die trainieren alle, die wollen alle Gehalt. Die sind ja nicht kostenlos, die Kreaturen. Und
dann steht man da, ohne Geld und ohne allem. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Also es geht nicht weiter, ja? Wie wir sehen, sehen wir nichts. Es gibt hier nichts. Hier ist festes Gestein, überall. Verstehe, warum die sich nie Plätze suchen. Hier, macht er einen Platz. Okay, also es gibt hier nichts mehr. Das Gefühl ist, es ist ein bisschen lauter Spiel. Na, das passt schon. Kannst du nachher leiser drehen in der Aufnahme dann. In der Bearbeitung der Aufnahme. Da geht's auch nicht weiter, oder? Ist da noch was? Da könnte noch was sein da hinten. Kapp die mal da durch. Mal sehen, ob da noch was ist. Weil ich habe hier mehr Mana, mehr Gold, Stufe erhöhen. Schurke, da ist so viel Platz. Schläft er nicht gern mit den anderen Kreaturen zusammen oder was? Na bitte. Alle happy. So, jetzt bauen wir uns noch die Arena auf. Da unten kommt niemand, also können wir da ruhig eine Arena bauen. Eine große. Da können wir die Kreaturen trainieren lassen. Und noch was gehört. Nein, meine eigenen Kreaturen. Okay. Habe ich jetzt alles? Naja, vielleicht noch ein bisschen ein größeres Friedhof. Der ist so teuer. Hoppla. Das reicht, glaube ich, von der Größe. Okay. So, und jetzt muss ich mich voranarbeiten. Oh, ich kann ihn schon verwenden. Nein, er kostet 100.000. Wow, der andere Keeper ist direkt vor meiner Haustür. Was ist denn da los? Machen wir das hier auf, dann können wir hier ein paar Fallen bauen. Im Grunde, was fehlt uns noch? Nein, es fehlt uns schon noch was. Das Casino, oder? Nein, das Casino habe ich auch. Was fehlt uns noch für einen Raum? Was wollten wir da bauen? Die Arena? Nein, wir machen ein paar Fallen dort. Oje. Machen wir eine Angstfalle hier. Der Gegner ist schon da. Sehr gut. So, das heißt, wir werden jetzt hier uns Fallen aufbauen, damit ich hier geschützt bin. Was ist da los? Was war denn so teuer, bitte? Ich zerstöre aber lieber. Wow, das war so teuer alles. Ich habe fast kein Gold mehr. Also ich muss nur 20 von den Typen da erschlagen, die da herumlaufen, aber das ist nicht so einfach, weil die sind Stufe 6 und... Sag mal, wollen die anderen schon, haben die schon angefangen, die Gegner zu töten? Ich habe hier bald kein Geld mehr. Sie sind hier hinten. Kann ich da durch? Da ist wieder Gold. Okay, das ist sehr wichtig. Wow, das ist alles voller Gold da hinten. Der eine ist schon gestorben. Imps. Genau, Leiche weg. Der ist noch nicht tot. Also einer meiner Diener, der jetzt zum Beispiel ein bisschen was verloren hat,
ist es nicht automatisch tot. Ja, nimm das bitte hier alles ein von dem Gegner. Ich hätte mich auch hier durchgraben können. Sind das magische Türen hier oder normale? Das sind magische Türen. Das muss ich immer ein bisschen aufpassen. Was machen die eigentlich am Casino? Ich werde sie jetzt verlieren lassen, damit ich Geld habe, weil ich habe sonst kein Geld mehr. Ich werde das jetzt alles einnehmen, ich brauche mehr Geld. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite auch Geld irgendwie. Na toll. Wo laufen die denn da immer rum, sag mal? Was gibt's hier hinten noch? Auch da gibt's Geld, das ist sehr gut. Ist ein bisschen schwierig hier die Leute nicht dahin zu schicken. Und die Gegner sind so stark, das sind 6er und 8er. Und meine Imps, die kann man nicht steuern, die laufen immer wie wild rum hier, wie aufgezogen. Grab die mal bis hier durch. Nimm das Gold da weg. Und dann auch noch das Gold hier. Ja, ich werde die in der Mitte stehen lassen, so wie. Ist wieder einer gestorben oder warum haben die das jetzt gesagt? Euer Wachen ist zu klein. Ist egal. Ich werde mich von hinten beim Gegner eingraben. Und dann suche ich den blauen mal heim. Der scheint auch keine Gegner mehr zu haben, also keine Kreaturen mehr zu haben, weil der hat eine Flagge hier stehen. Der Schurke ist so kampfesmutig. Ja, ich weiß schon, wie ich es mache. Okay. Es läuft eigentlich ganz gut hier. Muss ich sagen, was haben wir schon gespielt? Knappe halbe Stunde. Es wird dann den nächsten kleinen Cut hier geben. Ich spiele aber einfach nahtlos weiter, bis ich die Mission zu Ende habe. Spiel gespeichert. Falls ich sie schaffe, ich weiß es nicht. Es scheint aber so, als wäre ich auf einem guten Weg. Weil ich mich hier relativ groß machen kann, ohne dass jetzt jemand kommt. Und das ist sehr praktisch. Ich kann jetzt diese 80, die 8 Leute oder was das sind hier nicht töten, einfach so. Euer Zauberspruch heilen oder verbessern. Und ich kann jetzt aber nicht einfach auch da reingehen in ihren Dungeon, weil. Eure Geschöpfe bewundern ehrfürchtig euer Talent. Lass das mal hier weg. Wir behalten uns diese Goldadern für später mal auf. Die sollen mal hier einfach reinnehmen, was geht, meine Kreaturen. Ich will da unten den. Ah, gut. Da ist aber noch eine. Okay, da ist noch eine Kiste mitten im Gold drin. Aber da hinten wieder mal. Ja, vielleicht da hinten auch. Nein, machen wir nur da durch. Ich will eigentlich schauen, was es gibt. Oh, eine Mana-Gruft, das ist sehr wichtig. Mit einer Mana-Gruft kann man Lordi hierbei beschwören. Der Typ kann ziemlich viele Leute töten. Sind mehr Imps. Nicht da, die.
Der Blaue soll noch meine Felder nicht wieder einnehmen. Wo? Hey, da, ich mach's gleich, okay. Da wär's gut. Hey, da ist ein unendliches Gold. Wie komme ich da hin? Eure Schatzkammer ist zu klein. Wie komme ich da hin? Sehr witzig, das ist irgendwie im Stein, im Berg dran. Ich komme aber da nicht hin. Schauen wir nochmal kurz. Mach mal da ein Loch. Wenn da ein unendliches Ding drin ist, dann ist es quasi so ein bisschen meine Siegeschance. Was ist mit dem da? Der nimmt echt meine Sachen hier wieder ein. Schurken, bekämpft den bitte. Wir gehen da jetzt mal durch zum Blauen. Bauen uns mal hier eine Tür auf, die sich selbst rettet.